Hallo und liebe Grüße aus Mallorca. Wir sind hier, um unsere nächste Kollektion zu shooten. Wir haben euch ja schon so ab und zu ein bisschen angeteasert, dass wir zum allerersten Mal ein Bikini mit dabei haben. Und ja, dann müssen wir natürlich in sommerlichem Wettershoot. Bei uns hat es die letzte Zeit nur geregnet. Wir sind heute angekommen und haben jetzt alles gerichtet, die Outfits vorbereitet und so weiter, weil wir morgen sehr, sehr früh aufstehen. Und müssen jetzt noch ein paar Sachen fertig machen. Aber wir hatten euch ja versprochen, dass wir ein bisschen vloggen. Ihr habt euch mal wieder einen Vlog von einem Fotoshoot gewünscht. In letzter Zeit sind wir sehr viel umgezogen. Es ist auch eine sehr, sehr schöne, hoffentlich seht ihr das auch so, schöne Kollektion. Es sind einige Teile mit dabei. Also wir haben morgen auf jeden Fall ordentlich was vor. Und arg viel mehr Zeit haben wir auch nicht. Am Donnerstag geht es auch schon wieder zurück für Olivia. Also kurz und knackig. Wie gesagt, wir sind jetzt heute den ganzen Tag unterwegs gewesen und sind jetzt angekommen in der Finca. Wir haben für uns drei ja, so eine kleine Finca hier, wo wir auch arbeiten können und werden dann morgen früh um ca. 4 Uhr morgens losgehen. Wir müssen uns vorher auch noch richten und ich zeige euch jetzt einfach kurz ja, die Finca. Das ist unsere schöne Aussicht aus der Finca. Es wird langsam auch schon dunkel, die Sonne geht unter. Es ist schon relativ spät. Vielleicht können wir den Pool ja auch noch nutzen. Dann haben wir hier so eine kleine Sitzecke. Den Tisch haben wir vorhin schon auch genutzt und haben da draußen gegessen und haben die schöne Aussicht genossen. Olivia und Fabian sind auch noch fleißig. Wir haben heute schon einiges geschafft, aber es muss noch ein bisschen was erledigt werden. Fabian schneidet jetzt gerade noch das Video. Was sagst du zur Finca? Ich oder Olivia? Was sagt ihr zur Finca? So schön. Mega schön. Habe ich gut ausgesucht. Kommst du durch, ja? Ich kann mich nicht bewegen mit dem Ding hier vorne und dran. Ich komm nirgends durch. Geschafft. Something in my brain causes stress. So come on, make me feel different. You wanna hold, don't hold back. Oh, your little drama's got me mad. And I don't need to tell you facts. You know I always want you back. Wir sind jetzt zurück vom Fotoshoot. Wir haben die komplette Kollektion geshootet. Wir sind heute Morgen sehr, sehr früh aufgestanden. Noch früher als beim letzten Mal. Ich glaube 4.30 Uhr oder 4 Uhr hat der Wecker geklingelt. Aber es hat sich wirklich gelohnt, weil es war einfach noch komplett niemand da. Und es war sehr, sehr erfolgreich, auch wenn man ja ein bisschen müde war heute Morgen. Aber ich finde, jetzt bei dem Wetter geht es auch schon wieder. Ich wollte euch auf jeden Fall jetzt noch die komplette Kollektion zeigen. Ja, wir haben sie noch gar nicht vorgestellt. Der Titel oder der Name der Kollektion ist In Full Bloom, also alles blüht. Und das ist auch wirklich das Thema, was wir bei den einzelnen Produkten immer wieder aufgegriffen haben. Ihr habt euch ja auch sehnlichst Blumenhaarklammern gewünscht und darum haben wir die ganze Kollektion gebaut. Ihr seht es schon so ein bisschen, ich habe schon mal ein Outfit an aus der Kollektion. Also wie gesagt, die Blume wird immer wieder vorkommen, auch die Farben an sich. Ja, ich glaube, es ist richtig gut geworden. Wir haben die Bilder mal so kurz angeschaut. Es sind auf jeden Fall über 2000. Da hat die Olivia ordentlich was zu tun. Aber ich glaube, es ist richtig gut geworden. Wir waren letztes Mal auch schon bei der Location und haben es uns angeschaut und haben uns ja in den Backdrop, in die Location verliebt und haben die jetzt für diese Kollektion benutzt. Da bin ich richtig gespannt, wie es dann letztendlich rauskommt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach alles und auch einmal an mir getragen. Als Referenz, ich bin 1,73 groß, ich trage entweder S oder M, immer so ein bisschen Präferenz bei mir, aber mir passt ein 36, genau, und dann legen wir los.
hier haben wir jetzt auch schon das allererste Outfit aus der neuen Kollektion. Ich trage unser neues Signature T-Shirt. Im Vergleich zu unserem bisherigen T-Shirt, seht ihr vielleicht schon, ist es deutlich mehr überschnitten, mehr Oversize, die Ärmel sind länger und es geht auch schön lang runter, hinten auch über den Po, so wie es bei der Hose auch. Und dann seht ihr auch schon das Backprint, passend zu dem Thema In Full Bloom, alles blumig und passend zum T-Shirt unseren Scrunchie. Wir nutzen immer das Material, was noch übrig ist und machen Scrunchies da draus und hier haben wir jetzt passend dazu unseren Scrunchie. Ich trage den auch voll gerne am Arm. Ihr könnt natürlich damit, da ist ein Gummi drin, einen Pferdeschwanz machen, einen Dutt, was auch immer. Und dann passend dazu unsere Palazzo-Hose. Und zwar hier in der Farbe Mint. Das ist so ein ganz leicht transparentes Material, super luftig für den Sommer. Ist auch ganz, ganz toll, wenn man da ein Bikini drunter anhat oder vielleicht ein Bodysuit, dass sich das so leicht abzeichnet, was so schön ist. Und ich habe die jetzt in der Größe S an und das T-Shirt in der Größe ML. Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen mehr Oversize noch ist und dann auch super schön, wie gesagt, über den Po geht. Das Signature T-Shirt gibt es noch in einer anderen Farbe. Komplett gleicher Schnitt, passender Scrunchie, nur anderer Backprint. Und hier haben wir das Logo bei dem anderen T-Shirt. Wenn ihr es gesehen habt, war es hinten unten drunter ein bisschen größer. Und das ist der Backprint. Als nächstes unser allererster Bikini. Das Bikini-Top ist hinten verstellbar, was sehr, sehr cool ist und hat Pads, was ihr rausnehmen könnt. Das Material ist mega schön und glitzert so wunderschön in der Sonne. Das ist nämlich so ein shiny Fabric, so ein shiny Material, was so Glitzerpartikel mit drin hat, was wunderschön ist für den Sommer. Und der gleiche Bikini wird auch noch in Schwarz kommen. Hier haben wir das Bikini-Oberteil jetzt auch einmal noch in Schwarz, auch mit Glitzer, also quasi Schwarz-Glitzer und den passenden Scrunchie hier auch mit dazu. Ich habe das jetzt einmal mit unserer Palazzo-Hose in Schwarz kombiniert, was auch ein sehr, sehr cooler Look ist für den Sommer, so in All Black. Bevor wir jetzt zu den Haarklammern kommen, noch ein sehr, sehr besonderes Item, wie ich finde. Zum allerersten Mal haben wir natürlich passend zu den Bikinis ein Handtuch gemacht. Und was uns hier sehr wichtig war, ist, dass das schön groß ist, dass es wirklich auch ein Strandtuch ist. Ihr seht, es ist sehr, sehr lang und breit. Und hier auch passend mit dem Blumen zum T-Shirt haben wir hier wieder mit aufgenommen. Auf der anderen Seite dann die Farben einmal vertauscht. Das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen dreckig, weil wir das den ganzen Tag zum Shooten dabei hatten. Aber das ist so gemütlich und so ein schöner Hingucker. Kann man natürlich auch einfach für zu Hause nehmen. Machen wir weiter mit Haarklammern. Wir haben dieses Mal zwei Everyday-Farben mit dabei. Das ist jetzt die Größe M. Die Farbe kennt ihr tatsächlich schon von unserem Schmetterling. Das ist die Farbe Bloom. Und das ist eine ganz neue Farbe. Das ist ein sehr, sehr zartes, leicht transparentes Rosa, Flieder schon fast. Und die Farbe haben wir Rosie genannt. Die gibt es in allen Größen, S bis XL. Das ist jetzt die M-Größe, die für mich perfekt ist. Und was darf natürlich nicht fehlen, unsere Square-Haarklammern auch in den Farben natürlich von den Everyday Clips in Bloom und in Rosie. Teil der Kollektion sind natürlich auch wieder Mini-Squares und zwar in der Farbe Bloom. Die bekommt ihr im Zweier-Set. Die sind nochmal deutlich kleiner als unsere Square-Haarklammer und die sind super süß, um eine halboffene Frisur zu machen. Wenn wir gerade sowieso bei Midi sind, zeige ich euch unseren Mini-Butterfly. Den habt ihr schon mal an unserem Schlüsselanhänger gesehen und wir haben das jetzt als kleine Clip, gerade für halboffene Frisuren oder einfach um eine Strähne seitlich wegzustecken, in der Farbe Indigo in der neuen Kollektion mit dabei. Als nächstes haben wir noch einen komplett neuen Clip-Style mit dabei. Und zwar ist das die Klammer In Full Bloom mit ganz vielen Blumen beidseitig und hier oben auch diese Rundung. Damit kann man ganz toll eine halboffene Frisur machen oder eine Hochsteckfrisur. Als allerletztes noch unsere Flower Clips, die Teil der neuen Kollektion sind. Wir haben sie in vier Farben. Das ist einmal die Farbe Sunflower, dann haben wir die Farbe Posy, Poppy und Orange. Was auch ganz toll ist, man kann auch zwei übereinander stecken. Das ist eine ganz, ganz tolle Hochsteckfrisur oder natürlich als halboffene Frisur unsere neuen Blumenhaarklammern. Ja, das waren schon alle Teile von unserer neuen Kollektion In Full Bloom. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die größte Kollektion, die wir bisher designt haben, der größte Launch und natürlich zum allerersten Mal mit den Bikinis, an denen wir jetzt so lange gearbeitet haben. Wir freuen uns riesig und hoffen natürlich, dass euch die Kollektion genauso gut gefällt.